Sie sollen das Bachelor-Traumpaar sein. Immer wieder tauchen gemeinsame Bilder von Sarah Novak und Paul Janke auf. Sarahs Berührungen sind so innig und die tiefblauen Augen des Ex-Bachelors scheinen die Blondine gar nicht loslassen zu wollen. Klar, dass da die Gerüchteküche ordentlich brodelt. Bei einem Event von FriendScout24 im Münchner Filmcasino sprechen wir die beiden darauf an. Das erste war ja, dass wir auf den Vasen waren und uns ja so lange unterhalten haben. Das Gespräch ging folgendermaßen. Stupft er mich an auf die Schulter und sagt, Sarah, können wir ein Selfie machen? Ich so, haha, klar, machen wir ein Selfie und schönen Abend noch. Und das war unser Gespräch und danach waren wir ja dieses Bachelor-Traumpaar. Das ist aber auch kein Wunder. Optisch zumindest passen der Rosenkavalier und das attraktive Playmate perfekt zusammen. Und so ganz abgeneigt scheint der 34-Jährige wohl auch nicht zu sein. Sie ist eigentlich eine sehr, sehr offene, herzliche Frau. Klar, das eine ist optisch, ist eine hübsche auf jeden Fall. Aber ob das charakterlich am Ende passt, das würde die Zeit dann zeigen. Eine feste Beziehung mit der 24-Jährigen können sich einige Männer trotzdem nicht vorstellen. Schuld daran, ihre Arbeit als Nacktmodel. Auch dazu hat der Ex-Bachelor eine klare Meinung. Ich finde, der Playboy, das ist kein Schmuddelblatt. Das sind oftmals ganz, ganz tolle Fotos. Ich glaube, das würde ich der Frau überlassen. Also für mich wäre es, wenn sie das gerne möchte, wäre das für mich in Ordnung. Da würde ich keiner Frau einen Stein in den Weg legen, weil ich glaube, die Chance bekommt man nicht oft. Und es sind oftmals schöne Bilder, wo man ja vielleicht auch nicht alles sehen muss. Insofern, warum nicht? Na, das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Momentan scheint nicht mehr als eine wirklich gute Freundschaft zwischen den beiden zu sein. Aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden.